Gut, Freunde, dann willkommen zurück zum Projekt Cars. Zweiter Renntag, hätte ich was gesagt, in der Historic GT5-Serie mit dem BMW 320 Turbo. Diesmal wieder ein Mann mehr, nämlich der Mike ist wieder an Bord. Gott sei Dank, ja, lange hat es gedauert, Mike. Ja, sehr lange. Schön, dass du wieder dabei bist. Weil lange Zeit musste nämlich der Doggy immer die rote Laterne tragen. Und ich denke, er möchte es ja auch gerne wieder abgeben. Denke ich mal, werde ich dann übernehmen, stolzerweise. Warten wir es mal ab. Dieter auch wieder dabei. Ja. Wie man kennt, er hat ja noch eine Rechnung offen vom letzten Renntag. Da würde ich sagen, haben sie ganz schön gepatzt, meine zwei Kollegen. Ich glaube 15 und 16, oder? Wo ging es raus? Wisst ihr das noch? 13. Ansonsten einfach nochmal in der letzten Folge nachschauen. Da sieht man es ja nochmal, wer wo, wie, wann eingelaufen ist. Diesmal Barcelona, Catalonia National, also den, ich sag mal, die mittlere Streckenlänge. Mhm. Leicht bewölktes Wetter sehe ich gerade. Wir haben wieder ein Training vor uns, ein Qualifying und natürlich dann das Rennen mit den geliebten BMW 320 Turbo. Wollen wir mal schauen, wie wir diesmal zurechtkommen. Beim letzten Mal sah es nicht wirklich rund aus, bei keinem, glaube ich. Mhm. Viele haben heute wieder Tempos dabei. Und dann gucken wir mal, ob der eine oder andere das auch brauchen wird. Also ich starte jetzt einfach mal die Sitzung. Und dann sehe ich auch, läuft. So, Freunde, da geht es wieder raus auf die Strecke. Mal gucken. Ich gebe es ehrlich zu, ich habe sie nicht geübt oder getestet. Hatte ich ja eigentlich vorgehabt, dass ich beim nächsten Mal mich ein bisschen besser vorbereite. Aber ich sage mal, gleiches Recht für alle, oder? Ja, natürlich. Natürlich. Dieter, oder hast du irgendwie dich dann doch irgendwo noch... Ich habe ein bisschen gefahren heute Nachmittag. Okay. Ja, klar. Ich hatte da Zeit. Hast du gedacht? Da muss ich dann mal gucken tun, ne? Ja, das ist richtig. Du brauchst ja Gegner. Das ist richtig. Du brauchst ja Gegner. Im Moment ist die KI mein Gegner. Okay, so. Gut. Moment. Ja. Ich fahre jetzt einfach mal raus. Doggy, wieder mit dem Tisch oder mit dem Lenkrad? Mit dem Tisch. Okay. Bin noch gehandicapt. Ah, okay. Vom letzten Rennunfall hat er noch ein bisschen Rückenprobleme, der Doggy. Ja, richtig. Solange es nicht am Gesäß ist, ist es zu verschmerzen. Irgendwann. So, Freunde, also los geht's. Wir fahren jetzt raus. Ziemlich grelles Wetter. Oh, ich rutsche das erste Mal über die Curbs hier. Oh, sage mal. Ich würde extrem empfindlich. Dieter, wir müssen wieder unheimlich aufpassen mit der Gasdosierung. Ja, denke ich mal. Hier vorne hat auch einer massive Probleme, wobei das ist... Ach, das ist der Doggy. Ups, Doggy, wo geht's denn lang? Ich hab mich verfahrt. Ich fahre ich dem hinterher. Meine Herren. Doggy, ich hab die Strecke. Du weißt doch, mir hinterher zu fahren. Ich denke, wo biegt denn er ab? War da eine Ampel? Nee, da war ein Gruppi. Mann, du. Also, ganz ehrlich, das fängt schon mal sehr, sehr gut an. Aber gut, wollen wir mal schauen. Oh, Dieter, wie läuft's bei dir? Ja, die Reifen müssen warm sein. Und der Mike ist ja schon auf der Strecke oder ist er noch im Setup? Nee, ich bin schon auf der Strecke, hab schon die erste Tempo-Limit-Strafe gekriegt. Okay. Weil ich gerade ausgefahren bin und ja. Das kann doch Ihnen heute nicht passieren. Tempo-Limit. Ich hab gar kein Tempo. So, an sich die Strecke, so von der ersten Runde her, würde ich sagen, gefällt mir ein bisschen besser. Wobei, ja. Gleich jetzt hier nach dem Stadtziel, da hat es mich jetzt vor uns schon das erste Mal ein bisschen weggeschoben. Wobei, das ist immer die Sache mit der Gasdosierung hier. Also, der reagiert extrem drauf. Da gab es halt die ganzen Helferlein noch nicht, ne? Die technischen Möglichkeiten, die man heute so im Auto hat. Nee. Das ist noch richtig echtes Autofahren. Und dann merkt man, dass wir da Probleme haben. Schon eine schnelle Runde? Eine? Du hast schon eine schnelle Runde? Nee, seid ihr schon drauf? Ich bin jetzt in der ersten schnellen Runde. Mhm. Im Moment halte ich mich zumindest noch auf der Strecke. Aber ich denke mal, es ist so eine Art Sicherheitsrunde, um die Strecke noch ein bisschen abzugreifen. Ja. Also man muss sich unheimlich konzentrieren, ja, das ist schon... Ja.
Man muss schon ganz schön Gas spiegeln, ja, finde ich. Und da finde ich, hat die KI auf jeden Fall, macht sich hier einen Vorteil. Bei anderen Rennserien sieht sie nicht ganz so, ist der Unterschied nicht ganz so schlimm. Aber hier finde ich, ist schon schwierig. So, erste gezeitete Runde. Jo. Ich sag mal, wichtig ist, dass ich mindestens Platz 13 werde. Zehnter. Oh, okay, gut. Zehnter. Neunter. Elfter. Möchte ich dann werden, meine ich. Oh, ach, so möchtest du werden, ja. Mike, was hast du gesagt? Wo bist du, Elfter? Jetzt bin ich 13. Das bin ich auch. Das heißt, du bist 14. Ja, jetzt bin ich 14. Okay. Dann weiß ich, der Mike ist momentan hinter mir. Sind aber 16 Stück nur da, ne? Ja, es sind nur 16 Teilnehmer. Das Teilnehmerfeld ist ja etwas geringer. Ja. Macht ja aber nichts. Und der Doggy kämpft mit sich selber, denke ich, oder? Ich bin 16. Ja. War aber 12. Oder war auch nach hinten durchgereicht. Ja, du warst der Erste, der durch die Ziellinie gefahren ist. Ich war ja hinter dir. Oh. Ich denke, ich bin immer noch hinter dir. Gut, davon gehe ich jetzt mal aus. Also, ich meine jetzt auch, dass du das da vorne bist oder so. Wir sind ja mal kurzzeitig abgebogen. Ja. Ist der Doggy einfach vor mir hin und her gewedelt? Aber Doggy, ich hoffe, wenn deine Gesäßprobleme wieder beendet sind und dein Rücken nicht mehr so schmerzt, dass dann auch wieder das Lenkrad am Tisch ist, ne? Genau. Weil nur dann haben wir das Gefühl, dass wir wirklich alle mit gleichen Waffen kämpfen. Es gab zwar eine Verbesserung, eine zeitliche Verbesserung für mich, aber von den Plätzen her nicht. Das heißt, Doggy muss sogar vor uns sein, weil... Ich bin Elfter. Ja, 15. ist nämlich, bin ich, und der 16. ist der Mike. Ja, ich bin direkt hinter dir. Wir machen das Rennen heute unter uns aus, hinten. Naja, dann willst du mal wieder was anderes, Doggy, ne? Ich will immer sehen, wie du da wie gefahren bist. Ich will auch ins Fernsehen kommen. Ja, genau. Dieter, wo bist du? Ich? Gib mal einen Zwischenreport ab. Genau, 4. Oh, dann hast du aber wirklich geübt, ne? Hier auf der Strecke nicht. Ne, das nicht, aber es macht ja schon viel aus, wenn man sich ans Auto ein bisschen gewöhnt. Ich hab mich ein bisschen ans Auto gewöhnt, ja. Dann ist die Strecke, glaube ich, Schall und Rauch, zumindest für dich. Aber du weißt ja, ich kann an jeder Strecke gut fahren. Ja, 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 das hast du schon oft bewiesen. Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ja, ja, das möchte ich auch gar nicht abstreiten. Und ich sag mal... Du musst ja auch was tun jetzt in dem Rennen, weil sonst ist ja die Serie gleich hinüber. Ja? Also du musst ja mindestens hier als Erster von uns reinkommen. Genau, dann sind wir beide gleich. So ist es. Und dann entscheidet das dritte Rennen, wenn es gibt nämlich drei Rennen. Der Mike hat sich jetzt auch noch vor mich geschoben. Das heißt, jetzt habe ich die Laterne gerade um den Hals. Das ist ein Gefühl, das kenne ich jetzt noch gar nicht. Ich werde zwar von Runde zu Runde schneller, aber es reicht nicht. Das ist... Entweder fahre ich jetzt zu sehr Risiko. So sieht es... eben nicht Risiko. Ja. Die Geschwindigkeit, die Pace ist einfach noch nicht da. Sieht zwar alles relativ sauber aus. Die war gut, die erste Zwischenzeit. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich so langsam, aber sicher mehr Risiko eingehe, um dann an die Zeiten zu kommen von euch. Das ist das Training. Stimmt. Dieter, danke. Ich war ja schon eine ganze Session weiter. Gerne. Ich habe mich schon gesehen am Start ganz hinten. Also das bist auch hier weg. War das nicht hier? Barcelona, wo du als letztes gefahren bist? Ja, nee. Ja, ja, ich glaube, da hatte ich mal eine ganz große Geschichte vor mir gehabt. Ja. Oh, Freunde. Hier hast du viel Zeit verloren in der Kurve. Ah, Doggy beobachtet schon wieder von außen. Ja, beobachtet dich schon. Das ist... Ich bin hinter dir. Ach, du bist ja hinter mir, ja. Ja, da habe ich viel, ich verliere sehr viel Zeit, Doggy. Ach, du bist die ganze Zeit hinter mir. Das bist dann doch, du. Ja. Ja, ist klar. Fahr einfach mal vorbei an mir. Ich habe noch ein bisschen Probleme mit mir und meinem Auto. Oh, ich werde nach hinten gereicht. Ich auch. Ah. Oh, 9. 6. Freunde, was ist denn bei euch los? Jetzt habe ich mich... da bremst. Doggy, ich wollte dich vorbeilassen. Also ich komme mich jetzt auch noch mal verbessern auf Platz 13. Der lacht jetzt ein bisschen gehässig. Wobei ich sagen muss, ich war die ganze Zeit Letzter. Ja? Okay, dann hast du natürlich 3 Stück. Ja, ne, bei Plätzen nach vorne wäre ich auch gerne, wäre ich Erster.
Die Jungs haben geübt und sagen mir nichts. Nee. Oh, Doggy. Jetzt hast du mich eingekalt. Aber ich muss eh in die Box, weil ich habe keinen Sprit mehr drin. Wir haben übrigens Asphalttemperatur von 33 Grad, 7 Minuten noch zu fahren. Ich gehe noch mal raus. Ich muss ganz schön kämpfen. Ich muss jetzt mehr Risiko gehen. Ich werde im Qualifying alles geben. Das kann natürlich nach hinten losgehen. Aber was anderes fällt mir jetzt nicht ein, weil souverän kriege ich es momentan nicht hin. Ja, mit konstante Zeiten ist nicht. Nein. Kurve. Also noch einmal, kommt. Wir haben noch ein paar Minuten. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Vielleicht, ja. Können wir dann noch mal ein bisschen uns verbessern. Ich fahre zu vorsichtig. Das ist, Hörst du sonst nicht? Nee, ich habe zu viel Respekt vor dem Auto, dass der mich hier mit meiner Gasdosierung, das ist... Du bist jetzt auf einer schnellen Runde. Ja. Gerade durchgefahren und fährst jetzt vor mir. Also ich bin noch in der Einführungsrunde. Nee, du kannst gerne von mir vorbeifahren. Ach. Meine Reifen sind auch noch nicht warm. Meine auch nicht. Ich bin auch gerade auf der Einführungsrunde. Ja, was hast du... Mike, was hast du denn für eine Farbe? Weiß. Weiß-rot? Nee, komplett weiß mit so leichten schwarzen Streifen. Also ich habe wie immer, jetzt habe ich die Kameraperspektiven durchgeschaltet und fahre gleich mal gegen die Pylonen. Ging's was los? Nervös? Nee, ich bin ja irgendwie ein bisschen geschafft jetzt. Bist du Silver? Nee, das ist... Wer ist denn das hier? Der hat eine coole Lackierung, eine schöne bunte. Sieht wieder aus wie ein Jamaika-Look. Krieg ich nicht. So, jetzt sind wir in der Runde, die gezählt wird. Ich versuche einfach mal nur den hinterher zu fahren, das ist schon schwierig genug, weil das ist nämlich der Führende. Aha. Aber vielleicht sieht man da ein bisschen Linie von ihm. Weil wenn man doch hinterher fährt, fährt man zur nächsten Ampel. Ich werde mir den nächsten Reifen starten. Doggy hat vielleicht Hunger. Ja, Doggy wollte mich auf eine falsche Fährte führen und das hat er auch gut geschafft. Nein, nicht da. Oh, was mache ich? Tempobox, bitte. Ja, so langsam könnt ihr mal die Kroketts rausholen. Dass ich jetzt so abluse, vor allem in der Zielgeraden da, letzten Kurve, da verliere ich, glaube ich, gefühlt 2 Sekunden. Da stimmt was nicht. Trotzdem eine Verbesserung. Knapp 5 Zehntel hat er mich dann doch durchgezogen, der Kollege vor mir. Bremse hier sehr spät ein. Ja, und damit ist auch die Runde im Sack. Aber gut. Rennkilometer sammeln. Nennen wir es mal so. Elfter übrigens. Damit bin ich, glaube ich, letzter von uns. Immer noch Sechster. Oh. Doggy? 9. Ich denke mal, das Training kann ich an den Nagel hängen. Was Zeiten betrifft. Ich muss die letzte Kurve üben. Da passt irgendwas noch nicht so richtig. Kann da ich aber auch nicht voll fahren, ne? Die fahren die alle extrem schnell. Und ich muss also da aber runtergehen. Nee. Nein. Ah, diesmal habe ich sie besser genommen. Du reißt aber wieder am Lenkrad rum immer. Bei mir ist momentan alles nur am Reißen. Denk dran, der Rio Reißer. Doggy erging. Der Doggy hat Tisch in Hand gehabt. Der hat den Tisch mit rumgerissen. Der stand an den Kopf. Er hat ihn seitlich aufgestellt. So.
Ich habe, glaube ich, vor mir ein langsameres Fahrzeug. Also zumindest bleibe ich jetzt mal dran. Gibt es noch langsamere Fahrzeuge? Ja, es gibt in der Tat noch 5 langsamere. Und meine Herren, ich könnte schon das Lenkrad in die Ecke schmeißen. Das sagst du jedes Mal. Ja. Und ist nachher so. Beim Rennen und so. Hinter mir ist Doggy. Ich glaube, Doggy hat Kontakt aufgenommen. Nee. Wieso nicht? Bin hinter der 15 im Windschatten. Ach so, dann hat er eine ähnliche Lackierung gehabt, zumindest die vom letzten Mal. Mich um einen Platz verbessert auf 8. Das ist prima für dich, Doggy. Ich höre nur, wie sich jeder hier verbessert. Und einer weint. Und ich wollte vor uns noch. Aber das ist ja noch ein paar Gratispackungen verteilen. Ich habe das Gefühl, ich fahre Colin McRae-mäßig auf Eis. Ganz ehrlich. Wir haben noch eine Minute zu fahren. Ich probiere es nochmal eine Runde, aber das wird nicht reichen, weil 1.18, 1.17er Zeiten. Und da bin ich. Wird kurz vorm Ziel praktisch ausgeblendet. Trotzdem schauen wir uns das jetzt einfach noch an. Nein, wir schauen uns das nicht an. Ich gehe gleich in die Box. Oder? Ich weiß es auch nicht. Machen wir mal hier die Perspektive, mit der er wieder fährt. Er fährt in dieser Heckspoiler-Perspektive. Das ist ein bisschen wie Session sehr arkadig, das Ganze, ne? Aber so sehe ich genau, was mein Auto macht. Hinten. Ja, du musst es doch fühlen, du musst es doch spüren. Ja, ich sehe das. Ich sehe das hier, wenn ich das sehe. Wieso knallt er mir hinten voll rein? Nee, das gibt's doch nicht. Hat er mich nicht gesehen? Ich denke, du hast gebremst, Doggy. Nee, ich hatte eine Tempostrafe. Geil. Freunde, war das ein Training? Jetzt will ich mal ganz kurz zusammenfassen. Also Dieter auf Platz 4? 1. Oh, ich gehe nach Hause. Deswegen brauchst du nicht rausfahren. Mike, wo bist du? Wo haben sie dich geparkt? Platz 6. Platz 6, hier sieht man es auch nochmal. Platz 8, der Doggy, und ich bin, naja, 11. Das lässt hoffen aufs Qualifying. Bis dahin, bleibt schön sauber und mach es gut. Ciao, ciao. Leg noch eine Schippe drauf. Genau, ciao.